You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Be water, my friend. Voll, voll, die Presse, voll, Presse, voll, Presse, voll. Presse. Vielleicht sollte ich auch nur einmal die Woche duschen, das hat damit zu tun. Kannst du probieren. Also ich bin tatsächlich auch alle zwei Tage, außer am dritten Tag ist Homeoffice, dann lasse ich auch schon mal ausfallen. Also die Frau kann es ab, oder was? Bei mir ist es ähnlich. Also ich würde es eher noch auch ein bisschen andersbezogen definieren. Also sprich, wenn eben Sport gemacht oder sonst irgendwie. Und Jahreszeiten auch, oder? Jahreszeiten abhängig. Also es ist tatsächlich so. Howdy ho oder H2O zu... Herzlich willkommen zur 82. Episode eures beliebten Medien- und Presse-Podcasts Voll in die Presse. In der trauten Besetzung sollte man meinen, nein, weit gefehlt. Wir haben uns einen Wassermann hinzugeholt, den Chris. Und den möchte ich ganz besonders als erstes mal hier zu Wort kommen lassen und herzlich in der Runde begrüßen. Hi. Ja, danke schön, dass ich hier sein darf. Ich bin heute hier offenbar sowas wie der sachkundige Bürger oder so. Ja. Ich freue mich jedenfalls. Mal sehen, ob du diese Sendung aufwerten kannst mit sachdienlichen Hinweisen, denn meine eloquente Einleitung hat es schon vermuten lassen. H2O ist das Kernthema der heutigen Sendung. Wir haben uns vorgenommen, im Sommer hilft nichts besser als eine Wassersendung. Und damit das auch so richtig schön vom Gefühl reinläuft, haben wir es jetzt auch immer mal 6 Wochen regnen lassen, damit ihr alle schön wisst, was gemeint ist und was ist eigentlich Wasser. Also du wirst uns das gleich, denke ich, ganz ausführlich erklären, aber ich habe natürlich als Laie, Wasserlaie, mal die Wikipedia gelesen und da steht, Wasser ist insbesondere die chemische Verbindung H2O, bestehend aus den Elementen Sauerstoff, O, und Wasserstoff, H. Und das fand ich dann jetzt ganz schön, dann ist da noch ein bisschen Laberababa und unten ist dann noch erklärt, wie die Aggregatzustände, also Wasser heißt es ja nur, wenn es flüssig ist und wenn es gefroren ist, heißt es, Prollo? Speiseeis. Ah, verdammt. Und wenn es gasförmig ist, heißt es? Dampf. Ja, Wasserdampf. Und dann so weiter und so fort und dann steht hier dieser Satz, Wasser ist die Grundlage allen Lebens auf der Erde. Ich finde, das ist ein schöner Einstieg, um ein Wasserspezial natürlich mit medienmäßigem Einschlag hier zu machen. Und es ist echt toll, wir haben dich ein paar Mal hier angekündigt. Toll, dass du tatsächlich jetzt heute hier im Sammelsurium am Tisch sitzt. Und also was machst du genau und was gibt es da Verrücktes vielleicht? Es gibt eine ganze Menge verrückte Sachen im Wasser. Das ist einfach überall. Das ist eins der oder das Medium, was neben Luft für unser Überleben notwendig ist. Dein Körper besteht zu einem ganz hohen Prozentsatz aus Wasser. Und deshalb kennt es jeder und ohne geht's nicht. Ja, wir wissen alle, auf Essen können wir eine ganze Zeit lang verzichten. Ohne Wasser geht's nicht. Ja. Der eine mehr, der andere weniger vielleicht. Aber wieso guckst du den Beef jetzt so an? Ja, keine Ahnung, das verstehe ich auch nicht. Zum Thema skurril, ja, also über Wasser kann man eine ganze Menge rauskriegen. Ne? Also vor allen Dingen das, was durch den Körper durchläuft und dann irgendwo ankommt. Wenn man dann so ein bisschen misst, dann weiß man, was du so getrieben hast. Ja, im Guten wie im Bösen sozusagen. Wollte ich gerade sagen, also es gab immer mal wieder diese Geschichten, die wir auch hier hatten, dass du zum Beispiel den Kokainkonsum einer Stadt irgendwo an entsprechenden Stellen messen kannst, dass du messen kannst. Auch Corona wurde ja teilweise aus dem Wasser versucht zu analysieren. Da habe ich jetzt gerade jüngst gelesen, es gäbe nur eigentlich 4 richtige Messstationen in Deutschland. Also in Deutschland wäre das jetzt nicht so wahnsinnig zuverlässig. Stimmt das, so eine Aussage? Also, ja, sagen wir mal so, die Messung von Virusartefakten aus dem Abwasser, also vor allen Dingen jetzt Corona oder so, wird in einigen anderen Ländern der Europäischen Union intensiver betrieben als bei uns. Wir sind aber da durchaus auf dem Vormarsch. Es gibt eine ganze Reihe von Forschungsprojekten und ich sag mal, ein relativ weitgehender wäre jetzt zum Beispiel, das Abwasser von Flugzeugen zu untersuchen, um relativ frühzeitig, sagen wir mal, neue Virusstämme herauszufiltern oder insgesamt zu schauen, ob da, sagen wir mal, Infizierte aus anderen Ländern einreisen. Ansonsten geht das natürlich schon, aber
eher ist das zur Trenderkennung geeignet. Also ein scharfes Monitoring ist im Moment noch nicht gang und gäbe. Das heißt, scharf, Straßenzug scharf sozusagen herauszubekommen, wo jetzt ein Hotspot ist oder so, sondern das geht eher für die Region, weil man dann natürlich in der Anlage, in der Kläranlage misst und dann die angeschlossenen Siedlungen. Das habe ich übrigens auch gerade gelesen, wo du Corona erwähnst. Corona hat man ja fast Gott sei Dank vergessen. Die Meldung jetzt jüngst war, dass irgendeine neue Variante unterwegs ist und die hat man identifiziert, genau über den Weg, über die Analyse von Abwässern. Ja, genau. Und da in dem Zusammenhang habe ich eben auch gelesen, dass man dann vielleicht auch schaut, wo, wie schnell sich der Virus eben verbreitet, weil die Messungen dann entsprechendes zulassen, aber dass es nicht genügend Messstellen in Deutschland gäbe, um das flächendeckend, dann eine flächendeckende Aussage zur Ausbreitung in Regionen zu machen. Das war mir jetzt nur so beiläufig im Radio. Ich habe gar keinen Artikel dabei. Also der Knackpunkt ist immer noch, dass diese Gesundheitsvorsorge eine Aufgabe der Gesundheitsbehörden ist und dass über, sag ich mal, die Abwassergebühren zum Beispiel nicht finanziert werden kann. Und die Ausrüstung, die man braucht, um die Viruslast dann zu ermitteln, die haben nicht alle Abwasserlabore, wo, sagen wir, die üblichen Analysen gemacht werden. Bei manchen geht das, aber das ist eben nicht Standard. Die ließen sich aber relativ leicht nachrüsten. Ja. Ist halt dann eine Frage, wie es finanziert wird. Ja, also ich finde, man merkt schon, dass du ein echter Experte bist. Kannst du noch irgendwie für unsere ZuhörerInnen sagen, was du so ungefähr machst, womit du dich tagtäglich beschäftigst? Du hast vor der Sendung schon gesagt, du findest dieses Thema total interessant und hast das große Glück, auch noch Geld dafür zu bekommen. Eigentlich perfekt. Perfekt. Ja, so sieht's aus. Ich arbeite für einen Wasserverband, also nicht für einen klassischen Wasserverband, sondern für einen Branchenverband. Wir machen technisch-wissenschaftliche Arbeit, Regelsetzung und sind in Europa eine der größten von der Mitgliederzahl und beschäftigen uns eigentlich mit allen Facetten des Wassers, mit Ausnahme der Trinkwasserversorgung. Was ist denn genau ein Wasserverband? Man kennt ja jetzt irgendwie, was weiß ich, einen Genossenschaftsverband und man kennt vielleicht auch einen Fußballverband oder einen Sportverband, aber was ist sozusagen der, ist das eine, ein bisschen Lobbyarbeit auch für Wasser? Unternehmen oder? Also unser Verband ist jetzt kein Wasserverband nach dem Wasserverbandsgesetz, das gibt es auch, so wie Zweckverbände und so weiter, sondern wir sind ein Verband, ein eingetragener Verein und wir machen auch Lobbying, sage ich mal, aber wir haben eine sehr heterogene Mitgliedschaft, keine Partikularinteressen und insofern ist das nicht die klassische Lobbyarbeit. Ja. Aber also wenn ich jetzt feststelle, dass Coca-Cola oder Elon Musk mit seinen Teslas zu viel Grundwasser abpumpen, dann kann ich bei euch mit der Mistgabel vor die Tür kommen und Autos anzünden oder seid ihr da eher indirekt zuständig? Naja, also ich sag mal, das beschäftigt uns natürlich schon, auch die Frage, wie viel Grundwasser sollte verwendet werden für solche großen Industrieprojekte. Wir schauen halt danach, dass ausreichend Grundwasser was Umfang und Qualität angeht, vorhanden ist. Und insofern beschäftigt uns das schon. Aber wir sind jetzt nicht diejenigen, die vor Ort die Bürgerinitiativen begleiten. Ja. Das ist nicht unser Job. Okay, aber ich höre schon raus, dass du und dein Arbeitgeber, deine Kolleginnen und Kollegen maßgeblich dazu beitragen, dass ein beliebter Fernsehmoderator, an den musste ich leider bringen, jahrelang Folgendes sagen durfte. Ich sage ja zu deutschem Wasser. Ja, den kennen wir. Ich habe lange gesucht heute, bis ich endlich eine Version gefunden habe, wo ich das rausschnippeln kann. Aber ja, da muss ich als erstes dran denken, ich sage ja zu deutschem Wasser. Miteinander. Und der hat ja das Kraneberger so richtig populär gemacht. Also ich habe das damals immer geguckt und ich habe auch immer schon gerne tatsächlich einfach nur Leitungswasser getrunken. Und man kann das ja auch recht unbedenklich in Deutschland machen. Ne? Du bist jetzt, hast gesagt, du bist kein Trinkwasserexperte im Speziellen, aber ich finde, das ist schon echt einfach immer auch etwas, woran man bei deutschem Wasser
denken muss, vielleicht auch in anderen Ländern. Das bestüberwachteste Lebensmittel. Ja. Wollt ihr trotzdem mit einem Bier die Sendung beginnen? Ich habe hier nämlich eine Bierspende von meinem Bruder mit. Ja, natürlich, sonst wäre der Chris ja gar nicht gekommen, weil wie jeder andere Studiogast ist Bier unsere Währung. Ja. Und tatsächlich ist ja Wasser nach Bier das zweithäufigste Getränk hier in der Sendung. Nach Wasser? Vor Wasser. Das irritiert mich jetzt. Habe ich nachher gesagt? Ja, als ob wir ganz nach Wasser trinken. Ich bin noch vor dem Bier, deswegen leide ich an Konzentrationsschwäche. Der Pegel ist noch nicht eingestellt. Ja, während der Sommer auch schön akustisch scheppernd die Packung auf dem Tisch aufreißt. Das ist aber eine schöne Packung. Ja, das ist aus Belgien. Lade ich die anderen ein? Ach, soll ich sagen, was es ist? Ja, bitte. Der Schuf, der kleine Gartenzwerg, Schuf Soleil. Wahrscheinlich so ein belgisches Blondes, schätze ich mal. 6%. Ja, gut. Für euch nur das Beste. Ja. Das belgische Sonic Bier. Die Zinsen steigen wieder. 6%. Cool, ja, vielen Dank. Also, lieber Bruder vom Sommer, herzlichen Dank. Ja, bist du nicht der Kronkorkensammler auch? Ja. Hast mal geguckt. Ja, voll geil. Sieht super aus. Voll geil. Mit so kleinen Zwergen drauf. Ja. Ich muss jetzt nur noch irgendwie fachgerecht aufmachen, ohne es zu zerdeppern. Aber der ist sehr schön. Es sind zwei kleine Zwerge. Ich habe das im Übrigen aber auch schon mal gehabt. Also nicht dieses, aber ein anderes. Habe ich mal aus... Der Biefel auch. Achso, dann tausche mal die Flaschen. Aus Belgien mitgebracht. Aber das ist jetzt hier das Schuf. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Soleil. Also auch etwas sehr Schönes, was man mit Wasser machen kann. Aber sag mal, du hast doch jetzt monatelang recherchiert und finde, du solltest auch das erste Wort haben, um hier ein bisschen zu teasern, was alles geht. Ja, gerne mache ich. Und dann hole ich uns mal hier Untersetzer, damit der Tisch nicht so rappelt beim Bier. Ich habe heute was echt Interessantes mit, und zwar werde ich euch erzählen, wie man mit Wüstensand Wasserprobleme sowohl in der Stadt als auch auf dem Land lösen kann. Mhm. Kaum zu glauben, aber angeblich funktioniert das. Und wenn am Ende noch zum Quickie Zeit ist, dann sprechen wir darüber, wie oft ihr duscht. Ja, du hast ja in der letzten Sendung gesagt, teilweise zweimal am Tag, weil du in Italien bei 40 Grad Urlaub machst, aber... Ja, das stimmt. In Italien, das war brutal heiß, aber... Ja. Das gleicht sich bei ihm aufs Jahr wieder aus, weil er jetzt nur noch zweimal im Monat hier zu Hause und dann geht's wieder. Ja, genau. Der Beef ist irgendwie immer mit dem Fernglas am Fenster. Nee, man regelt sich ja Nachbarn. Ich habe so ein Überlagerungsvideo, aber ich kann mir das zusammenschneiden. Also abreiben mit Wüstensand. Genau. Ja, und Herr Beef, du bist so still hier. Ja, ich bringe tatsächlich eine Anleitung, wie man mit Wasser zum Milliardär wird. Ist vielleicht auch für den einen oder anderen Hörer oder Hörerin interessant. Und vielleicht sogar ein Geschäftsmodell. Okay. Ich werde übrigens gleich mal drüber informieren, ob Fische trinken müssen. Und die Antwort wird euch sehr überraschen. Ja. Und was sie trinken. Vielleicht trinken die ja gar kein Wasser, sondern Bier. Also wenn sie im Aquarium wohnen, trinken sie mutmaßlich ihre eigenen Exkremente. Aber da hoffen wir, dass der Filter funktioniert. Okay. Ja, ich habe Exkremente, so ganz so schlimm ist es nicht. Aber ich habe einen schönen Artikel gefunden, wie man aus Abwasser noch was herstellt, was wir sehr gerne trinken. Bier, genau. Und was das Ganze dann mit Kölsch zu tun hat. Die Brücke schlage ich auch noch. Aber ja, das war so das Heißmachen. Und ich bin wirklich gespannt, weil wie immer für alle Neuen, wir verraten uns vorher nicht, was die Artikel sind, um dann manchmal festzustellen, dass wir alle dasselbe vorbereitet haben. Aber das ist dann halt so. Und ja, um vielleicht nochmal auf dich zu sprechen zu kommen, guckst du in eine Zeitung anders, wenn da irgendwas über Wasser steht? Also hast du dann so ein berufliches Interesse eher? Oder ist das dann tatsächlich auch so, wie andere Leute auf Fußballergebnisse gucken, dass du sagst, ah wow, hier das muss ich lesen? Natürlich, klar. Man guckt mit anderen Augen da drauf und man
liest auch die Artikel in der Regel, ja, wenn sie irgendwie mit dem Thema zu tun haben, ganz klar, natürlich. Vor allen Dingen jetzt in der Sommerpause, wo das ganze Thema, obwohl es ein sehr verregneter Sommer war, doch ziemlich stark begleitet war, zum Glück auch thematisiert wurde, dass es eben hier nicht mehr so viel Wasser gibt, wie wir das ehemals gewohnt waren, ja. Also, ach so, das ist, also du hast es ja letzte Woche auch das hast du schon mal gesagt, die Grundwasserspiegel sinken und derlei Dinge. Und das ist aber auch in Deutschland ein Thema, was man adressieren muss. Ja? Also da sind wir jetzt auch nicht, man denkt ja immer, hier regnet es genug. Ja, genau, hat doch genug geregnet. Also es hat noch immer noch nicht genug geregnet, muss man sagen. Mhm. Aber das liegt ein Stück weit natürlich daran, dass die letzten Jahre einfach insgesamt zu trocken waren. Mhm. Also wir haben im Prinzip eine Dürre seit 2018, mit Ausnahme von 2021, wo eher ein durchschnittliches Jahr war, sehr wechselhaft, haben wir hier eine anhaltende Dürre. Mhm. Und das merkt man auch an den Grundwasserspiegeln natürlich, ne? Also das heißt, das, was wir immer gesagt haben, Deutschland ist ein wasserreiches Land, das stimmt regional schon lange nicht. Und auch insgesamt muss man da ein Fragezeichen hintermachen und sich auf eine andere Zukunft einstellen, einfach einen anderen Umgang mit Wasser. Ne? Ich finde das total interessant, aber diese Aussage, wir haben eine Dürre und dann in Deutschland, also das ist einfach etwas, was man so höchstens in irgendwelchen Spezialsendungen sieht. Oder da muss man wahrscheinlich drauf achten, beziehungsweise will man es nicht wahrhaben, wenn man dann irgendwie denkt, das ist halt ein Problem bei den typischen Verdächtigen und nicht hier. Ich hatte zwischenzeitlich auch einen Artikel dazu in der Tasche, dass Teile von Brandenburg zur Steppe werden, mittelfristig. Ja. Ich glaube, das Thema ist ja einfach, dass man es nicht nur auf wenige Wochen oder so beziehen muss, sondern das ist eben ein mehrjähriges Thema, was man natürlich dann so in seinem Alltag schlecht erfassen kann. Ne? Also ich nehme wahr, ob es jetzt ein sehr trockener Sommer ist oder von mir aus auch ein trockener Winter oder ein trockenes Frühjahr oder eben nicht. Ich habe halt nie so das Thema, dass ich eben über Jahre das so im Blick habe. Das ist, glaube ich, ein Grundproblem bei der ganzen Thematik, dass man das natürlich dann aus den Augen verliert, wie viele andere Themen aus dem, ich sag mal, Umweltbereich im weitesten Sinne auch, dass halt, dass man die Konsequenz des eigenen Handelns nicht sofort erlebt. Das ist, glaube ich, da so eine ganz, ganz große Problematik. Und wenn man sie dann erlebt, dann ist es im Prinzip zu spät und dann kann man es nicht mehr so ad hoc umkehren. Das ist, glaube ich, einfach ein Grundthema, auch bei der über hohen Wasserentnahme, sowohl regional. Wir hatten das beim letzten Mal, glaube ich, bei dem Thema in Spanien da, wo dann diese Gemüseanbau und wo einfach unfassbar viel Wasser verwendet oder verschwendet ist vielleicht das falsche Wort, aber verwendet wird und da der Grundwasserpegel einfach massiv sinkt in dem ganzen Bereich. Ja, und das halt, um so ein Preisdumping zu betreiben. Genau. Sagt man nicht, anderthalb Jahre Regen fehlen uns? Kann das sein? Also mit Sicherheit fehlt uns noch ein Jahr jetzt, also ein Jahr Niederschlagsmenge sozusagen. Ja, genau, das ist gemeint. Um die Grundwasserstände wieder in einen entspannten Zustand zu bringen. Und es ist ja auch nicht davon auszugehen, dass das zukünftig sich schlagartig bessert, sondern wir werden immer wieder mit trockenen Jahren zu kämpfen haben, das sagen die Prognosen. Und das geht dann einher mit einem zunehmenden Wasserbedarf auch. Also logischerweise in der Landwirtschaft, also wenn wir hier weiter in Deutschland Nahrungsmittel produzieren wollen, und das sollten wir, weil das einfach Sinn macht, eine regionale Nahrungsmittelversorgung, dann wird man schauen müssen, dass man Feldfrüchte anbaut und eine Nahrungsmittelproduktion macht, die nicht so viel, nicht so wasserintensiv ist wie bisher. Und man wird auch sich darauf einstellen müssen. Also anstatt normale Bewässerung mit Sprengköpfen, eher eine Tröpfchenbewässerung und so weiter. Genau, das Feld. Das wollte ich gerade fragen, weil ich habe von Israel gehört, die haben ja noch ganz andere Wasserprobleme als wir. Aber die machen Bewässerung mit Sprengköpfen, glaube ich, im Gazastreifen. Nein, ich will natürlich auch was anderes hinaus. Die haben wohl, also sind wohl sehr, sehr weit in der Entwicklung moderner, wassersparender, landwirtschaftlicher Bewässerung. Also du sagst Stichwort Tröpfchenbewässerung,
zum Beispiel und weiß nicht was noch. Also da gibt es doch wahrscheinlich viel, was wir uns hier da auch noch abgucken können oder selbst neu entwickeln können. Ich nehme an, dass wir da noch so im Mittelalter unterwegs sind. Mit Sicherheit, ja. Die Israelis, die machen eine intensive Landwirtschaft, auch eine erfolgreiche Landwirtschaft in der Wüste Negev. Allerdings auch mit Wasserwiederverwendung. Das sind Instrumente, die wünschen wir uns hier auch stärker. Also aufbereitetes Abwasser, was eingesetzt wird zur Bewässerung von Feldfrüchten. Natürlich ist das im Prinzip das, was aus der Kläranlage rauskommt, wird dann nochmal speziell aufbereitet. Ist hygienisch einwandfrei, aber das ist eben nicht ganz leicht, diese neuen Instrumente ja hier in Deutschland in die Fläche zu bringen. Genau, und die werden auch vielleicht nicht unbedingt so angenommen. Also das fällt mir jetzt gerade so ein. Gestern, bevor ich da auf der besagten Party war, war ich bei unserem sozusagen Viertelfest, hatten wir so ein Festchen, ne? Und da habe ich neben dem Sanitärnachbarn gesessen und sprach tatsächlich darüber, dass wir diese Sendung heute machen wollen und so und was da so für Themen gibt. Und der hat gesagt, die hatten bei ihrer Badausstellung ein Waschbecken, was kombiniert war mit einem Spülkasten für eine Toilette. Da ist quasi das Wasser von dem Waschbecken direkt in so ein Spülkasten-Reservoir gelaufen, konnte dann halt genutzt werden, um das Klo noch durchzuspülen. Er sagt, das hat sich überhaupt nicht verkauft. Die Leute wollten das nicht haben. Kann ich mir gut vorstellen. Ja. Also ich weiß, die FH in Remagen, wo ich mal Zeit verbrachte, die steht zufällig in der Nähe vom Rhein und da ist tatsächlich die Toilettenspülung mit Rheinwasser. Ja, das Wasser wird natürlich trotzdem verbraucht, aber da muss man es eben nicht aufwendig aufbereiten vorher, um es dann doch nicht zu trinken. Ja. Also vielleicht schon, aber es landet dann eben erst nach dem Genuss wieder im Kasten. Ja. Ja, das ist eine gute Sache. Also das machen wir auch. Das Wasser, was auf dem Dach landet, wird nicht abgeleitet, sondern wird eben auch zur Toilettenspülung verwendet. Das sind Techniken, die sollten wir zukünftig in Deutschland verstärkt einsetzen, ganz klar. Und das geht natürlich im Neubau besser als im Altbestand, aber auch da muss sich eigentlich was bewegen. Das sind ja Sachen, die gab es ja schon. Also ich erinnere mich an meine Großmutter, die hat zum Beispiel auch das Putzwasser, also was da noch im Putzeimer übrig war, hat sie tatsächlich auch genutzt, um in der Toilette noch zu spülen. Also quasi das, also das wurde, glaube ich, seinerzeit aus einem anderen Hintergrund gemacht. Da ging es einfach darum, Wasser bzw. Kosten zu sparen, also die Kosten so niedrig wie möglich zu halten. Ich glaube, das war die Hauptmotivation. Nichtsdestotrotz gibt es da, glaube ich, schon relativ simple Möglichkeiten, wo man anfangen kann. Ja. Also es passt jetzt ganz gut. Ich könnte jetzt hier mal einsteigen mit dem angekündigten Bericht zum Thema, wie man mit Wüstensand Wasserprobleme in der Stadt und auch auf dem Land lösen kann. Und zwar führt uns dieser Bericht aus der FAZ nach Dubai. Und dort gibt es nämlich eine Firma, das ist ursprünglich eine Firma, die in China entstanden ist, aber jetzt seit ein paar Jahren auch in Dubai sitzt, Dake Rechsand, wahrscheinlich Dake Rechsand, keine Ahnung, wie man es ausspricht. So heißt, glaube ich, sogar der Chef des Unternehmens, also Namensgeber des Unternehmensnamens. Und die stellen ganz spezielle Straßenbelege her, Pflastersteine und Oberflächen aller Art. Und das Besondere an diesen Belägen ist, dass die das Wasser quasi durchleiten. Also ich meine, wir kennen hier in Deutschland schon auch, habe ich selbst hier verbaut, vorne vor der Haustür, Steine, die zum gewissen Prozentsatz wasserdurchlässig sind. Ne, das gibt es hier auch schon. Aber da ist es wohl so, dass diese Steine angeblich das Wasser wirklich komplett durchlassen. Also es wird hier in dem Bericht steht, der hat den Journalisten gezeigt, eine Dusche, die runterläuft. Und das Wasser läuft, da ist kein Abfluss und weiß nicht Ähnliches, sondern das Wasser versickert in den Steinen. Ja, das versickert in den Steinen. Und was hat das mit Wüstensand zu tun? Das hat so insofern was mit Wüstensand zu tun, als dass ein Hauptbestandteil dieser Steine dieser Sand ist. Und das wird irgendwie gepresst auf eine spezielle Art und Weise. Der macht in dem Artikel hier, der Unternehmer, ein bisschen ein Geheimnis darum.
ist wohl auch irgendwie, ich glaube, es war auch irgendwie noch irgendein chemischer Prozess noch bei der Herstellung mit dabei, der aber angeblich total nachhaltig ist. Und die Idee ist, dass das Regenwasser in der Stadt, da wo diese Steine sind, dass das da durchsickern kann und aufgefangen wird darunter durch ein entsprechendes Kanalisationssystem, was du dann natürlich mitverbaust und dann eben in entsprechenden Rückhaltebecken oder Auffangbecken oder wie man die Dinger nennen soll, gesammelt wird. Und also er nennt das Ganze Sponge City, also Schwammstadt. Den Begriff kennen wir hier ja auch schon so ein Stück weit. Ich habe ihn schon mal zumindest ein oder andere Mal gehört. Und neben dem Effekt, dass du Wasser auffangen und dann später irgendwie noch zu was anderem verwenden kannst, ist es wohl auch so, dass so wie es häufig an verschiedenen Orten in der Welt ist, das kennen wir ja sogar schon teilweise aus Deutschland, die haben zwar viel zu wenig Niederschlag, also die haben das hier sogar genannt, ich glaube, in einem Jahr teilweise 100 Millimeter Niederschlag, in einem ganzen Jahr nur in Dubai. Aber es gibt halt einzelne Tage, ab und zu, da kommt dann doch so ein Starkregen runter. Und er meint, damit könnte man eben auch Überschwemmungen in den Griff kriegen, die dann eben alle Nase lang oder alle Jahre wieder auch mal wieder haben. Ja, und er hat jetzt auch erzählt, er ist noch nicht profitabel. Also es ist noch nicht so, dass das irgendwie schon großes Erfolgsprojekt wäre. Aber es gäbe viele Anfragen und so weiter und so fort, die verschiedenen Regionen. Also in China wird's wohl schon viel verbaut. Also wo in Peking die Olympischen Stätten waren, haben sie es verbaut angeblich und so weiter. Also es hört sich ganz interessant an. Eine zweite Variante, davon erzähle ich gleich noch. Ich wollte jetzt erstmal nur hören, also was man mit dem Sand noch machen kann. Ich habe ja gesagt, auch im Land kann man es auch verwenden. Aber ich wollte erstmal hier eure Meinungen dazu hören. Interessant finde ich auf jeden Fall, dass es gerade Wüstensand ist, weil der ja bei den knapper werdenden Sandressourcen für den Baubereich gerade als ungeeignet gilt, weil er so abgeschliffen ist und sich deshalb nur schlecht verbindet. Aber ganz abgesehen davon ist natürlich alles, was zu einer Entsiegelung der Böden und zu einer Versickerungsfähigkeit der Böden beiträgt, unheimlich wichtig. Wir haben einen erheblichen Flächenverbrauch hier und müssen im Prinzip schauen, dass wir den Anteil der versiegelten Böden eigentlich klein halten. Gibt ein Ziel, das seit einigen Jahren festgelegt worden ist, nicht mehr als 30 Hektar pro Tag an Fläche zu verbrauchen. Und wir liegen immer noch bei über 55 Hektar. Also zusätzlich. Und das bedeutet halt, der Regen, der da auftrifft auf den versiegelten Flächen, der wird sofort abgeleitet in die Kanalisation oder führt zu Überflutung, wenn die Kanalisation nicht ausreicht. Und das hängt natürlich zusammen mit den zunehmenden Starkregenereignissen, die einfach unsere Zeit kennzeichnen. Also den Klimawandel, dass innerhalb eines sehr eng umgrenzten Bereiches in kürzester Zeit sehr, sehr viel Wasser auftrifft und dann eben über lange Zeit nichts. Ne? Also, aber das mit den 30 Hektar, dieses Ziel, das ist einfach die zusätzliche Versiegelungsgeschwindigkeit oder genau, pro Tag. Der Flächenverbrauch, das heißt nicht unbedingt synonym, dass das auch eine komplett versiegelte Fläche ist, aber das ist im Prinzip die Fläche, die zusätzlich in Anspruch genommen wird an neuem Boden. Und das müssen wir unbedingt begrenzen und stoppen. Die EU möchte das gerne, ich glaube, bis 2040 auf netto null zusätzlichen Flächenverbrauch bringen. Das bedeutet, dass Flächen stärkerem Maße recycelt werden müssen. Also nicht wieder grüne Wiese, sondern eben zu gucken, wo kann ich in den Altbestand reingehen. Und das ist auch das, ja, alles, was wir sagen, wasserbewusste Stadtentwicklung. Schwammstadt ist da eigentlich nur ein Konzept, also das Wasser in der Fläche zu halten, nicht abzuleiten, ja, weil das sonst geht in die Kläranlage, geht in den Fluss, geht ins Meer und weg war es. Ja. Also da geht es eben darum, diesen Schwammcharakter, das ist aber nur ein Punkt im Zusammenhang mit einer Klimaanpassung der urbanen Räume,
ja, stärker zu nutzen. Es geht aber auch eben, wie gesagt, um Flächenentsiegeln, Siegelung, Versickerung vor Ort, Horizontalbegrünung, Dächer, Dachbegrünung, einfach die Aufheizung der, der Städte zu begrenzen. Also letztendlich mehr Feuchtigkeit am Ort zu halten, also gerade in den Städten auch, weil... Zur Kühlung, wir haben jedes Jahr unglaublich viele Hitzetote, das heißt, es wirkt sich unmittelbar auf die Bevölkerung aus. Wir haben aber jetzt ja schon über längere Strecken im Sommer Temperaturen, die Leute, die gesundheitlich vielleicht nicht so gut beieinander sind, dann eben nur noch schwer ertragen können. Das hat so einen Zermürbungseffekt und das müssen wir gucken, dass wir das in den Griff kriegen. Und das bedeutet eben, dass wir unsere die Orte, wo wir leben, vor allen Dingen geballt leben, entwickeln müssen, ne? Transformieren müssen, einfach anpassen an die neuen Situationen. Also ich frage mich halt, also ich, wie gesagt, kann das jetzt technisch nicht wirklich beurteilen, was da, was du da vorgelesen hast. Ich frage mich halt nur, ob, also wie eben schon genannt, also wir haben jetzt ja eine Kanalisation, die im Prinzip ja auch dafür sorgt, dass zumindest mal kein, wenn große Mengen an Flüssigkeit kommen, dass die dann quasi abtransportiert werden und so weiter und so fort. Und haben aber auch jetzt gerade schon gehört, dass es da ja ganz oft, also gerade bei Starkregen, schnell ein Problem gibt. Sprich, es kann halt nicht so schnell wegbefördert werden. Oft ist das ja eine Verbindung, dass eben die Gullis etc. dann vielleicht auch zum Teil mit Laub oder mit irgendeinem anderen Kram verstopft sind, was es dann so ein bisschen, also die Effizienz auch verringert. Und da könnte ich mir halt auch vorstellen, dass gerade, weil das so ein feinporiges Material ist, dass das natürlich auch auf Dauer dann halt natürlich auch den Effekt verliert, wenn da eben feine Staub oder Sande reingespült werden, die halt genau diesen Effekt, der eigentlich erzielt werden soll, sprich, dass das langsam durchsickert, dann halt entsprechend reduzieren. Also die Effektivität oder den Wirkungsgrad quasi reduzieren von sowas. Das wäre eine spannende Frage, ob das in dem Artikel irgendwie noch erwähnt wird, dass es da schon eine Überlegung gibt. Aber das ist ja dann immer dann, funktioniert 5 Jahre, aber danach wird es dann wieder schwierig. Und dann fängt man wieder an, entweder alles wieder aufzureißen. Also das ist ja auch so ein, also gerade in den Bereichen, denke ich, müssen wir auch wirklich langfristig denken. Das sind Sachen, die müssen auch 10, 20, 30, 40, 50 Jahre funktionieren. Sei es über große Grünanlage oder sonst irgendwelche Dinge, wo man nicht ständig neue Technik mit neuer Technik mit neuer Technik ersetzen muss und dann einen unfassbaren Drumherum-Aufwand treibt. Ja, da gebe ich dir natürlich recht. Das ist jetzt ein Punkt, der in dem Artikel nicht erwähnt wird, aber da er ja hier von Nachhaltigkeit spricht und erzählt, dass er in China verbaut wurde bei den Olympischen Spielen und noch irgendwo anders, unterstelle ich jetzt einfach mal, dass zumindest die Behauptung ist, dass es nachhaltig ist. Aber ich verstehe deinen Punkt mit dem gerade so feinporig und Verstopfung. Ich habe es schon eben erwähnt, die Steine, die wir hier übrigens verbauen mussten, wasserdurchlässig sind die nur zu einem gewissen Grad. Aber auch die, das habe ich damals, glaube ich, recherchiert, die sind irgendwann sind die durch, die sind die auch verdreckt und weiß nicht was, ne? Und dann geht das halt nicht mehr. Aber zu dem Sand einen Satz noch, was Chris sagte, ich fand es auch erst mega überraschend, weil genau was Chris sagte, man Wüstensand ja zum Bauen gerade nicht verwenden kann. Aber er sagt hier, er nennt das selektive Permeabilität, Durchlässigkeit von Oberflächen da, wo es sinnvoll ist. Und Wüstensand kann das, sagt er. Also es scheint so, als ob eben diese vielleicht gerade diese besondere Eigenschaft von Wüstensand, dass er eben so abgeschliffen ist und zum Bauen ja dann nicht geeignet ist, also Betonherstellung und so weiter, dass das jetzt hier vielleicht ein Vorteil ist. Also das ist zumindest so, sage ich mal, das stellt er so in den Raum, ne? Also ich überprüfen können wir es natürlich nicht, aber das ist das, was er sagt. Und er sagt dann noch mehr, ich hatte das eben kurz gesagt, er sagt, dass man mit dem Sand noch mehr machen kann. Und zwar, da muss ich echt erstmal schmunzeln, aber er nennt das so, atmungsaktiven Sand hat er sozusagen entwickelt. Also er hat irgendwie etwas entwickelt, wo er mit diesem Wüstensand Materialien herstellen kann, die Wasser auf der einen Seite wasserundurchlässig sind, aber auf der anderen Seite luftdurchlässig. Er hat das hier, das wird hier in diesem FAZ-Artikel beschrieben,
sogar vorgeführt, dass er da irgendwie ein Gefäß mit Wasser gefüllt hat, das Wasser, das Gefäß hat irgendwie ein Loch, ja, und dann hat er da aber diesen Sand drin und das Wasser sickert nicht durch. Und wenn man aber durch das Loch von unten Luft einführt, dann sieht man, dass da die Luftblasen aufsteigen. Also atmungsaktiver Sand, so heißt es hier in dem Artikel. Und was kann man damit machen? Da ist jetzt die Idee, dass man das, ich habe gesagt, um Land, also dort, wo viel zu wenig Regen fällt, sozusagen im Ackerbau zum Beispiel irgendwo einsetzt, damit das Wasser eben nicht komplett durchversickert, sondern eben die Böden in einem Bereich, in einer Tiefe feucht hält, in der man das Wasser braucht. Das ist so die Idee, dass man vielleicht auch Aufforstungen damit fördern könnte, weil eben das Wasser, weiß der Teufel, wie tief da das Grundwasser ist, ob die Bäume da hinkommen, ist zweifelhaft, dass du sozusagen dann eine Art Barriere einbaust mit diesem atmungsaktiven Sand, der dann dafür sorgt, dass das Wasser nicht komplett weg ist. Und damit meint er, könnte man, weiß nicht, Hungerkatastrophen und weiß nicht was, möglicherweise bekämpfen. Ich meine, das sind natürlich große Worte. Ob das tatsächlich alles klappt, das weiß ich auch nicht. Aber ich werfe das jetzt hier mal so in den Raum. Könnte jetzt ja spitzfindig sein. Und er hat möglicherweise ein privates wirtschaftliches Interesse. Aber natürlich, das ist ja ein Unternehmer. Ja, genau. Ja, logisch. Ich meine, wir sind gerade jetzt auch gar nicht irgendwie... gibt's das ja schon. Also man hat ja verschiedene Boden- und Gesteinsschichten, wo man einfach sagen kann, die halten Wasser eher auf und die tragen Wasser und die sind wasserreicher etc. Also von daher weiß ich jetzt nicht, ich finde bei sowas immer so ein bisschen fragwürdig, ob es, wie soll ich sagen, also mit irgendwelchen technischen Ansätzen da irgendwie immer ein Problem gelöst, drei neue geschaffen werden. Das ist, kann manchmal so sein. Ich bin aber kein Technikfeind, Gott bewahre. Tja, ja, also das war das jedenfalls hier aus Dubai, möglicherweise aus, also es kommt ja ursprünglich aus China, da ist es wohl auch schon groß im Einsatz, alles, also jetzt dieser Wundersand, die zweite Variante weiß ich nicht, aber zumindest die erste Variante, wer weiß, vielleicht also wird uns das hier auch mal helfen. Zusammen, demnächst fallen in China keine Säcke Reis mehr um, sondern Säcke mit Sand. Das spritzt aber nicht so. Tja. Ja. In China versuchen sie ja, glaube ich, sogar Regen künstlich zu erzeugen, also Wolken abregnen zu lassen. Ja. Also insofern. Das erinnert mich an meinen neuen Bestseller. In der Wüste gibt es kein Aquaplaning, den ich an der Stelle sehr empfehle. vielleicht mal eine Frage. Ich habe vor, der Sommer weiß das, weil wir uns damals darüber unterhalten haben und bestimmt 15, 16, 17 Jahre her habe ich mal einen Artikel irgendwo im Manager-Magazin oder in einem veritablen Wirtschaftsmagazin gelesen, Wasser ist das Gold der Zukunft, war so der Tenor. Und da glaube ich dran, hat mich da mal komplett überzeugt, also insbesondere Nutzwasser und aber auch, so wie du sagst, Grundwasser, das spielt ja überall rein. Gibt es schon sowas wie so einen Kampf um Wasser? Also wenn du jetzt nämlich sagst, die Chinesen wollen irgendwie den Regen über ihrem Territorium abregnen lassen, dann fehlt er ja irgendwo anders, wo er sonst hingezogen wäre und so weiter und so fort. Also gibt es da schon so Wettbewerb um Wasser? In manchen Teilen der Erde, glaube ich, gibt es schon so etwas wie einen Kampf um Wasser. In Amerika hört man manchmal, dass Immobilien aufgekauft werden oder Land aufgekauft wird, wo Wasserrechte bereits drauf liegen. Einfach weil es in verschiedenen Gegenden, zum Beispiel in Kalifornien, durchaus sehr trocken geworden ist und die landwirtschaftliche Produktion einschränkt, aber auch andere Sachen. Und man natürlich versucht, sich einen Landstrich zu sichern, wo Wasser noch verfügbar ist. Aber ich hatte ja schon eingangs gesagt, die Zeiten sind auch bei uns andere geworden. Mhm. Und sicherlich, wir unterhalten uns über diese Nutzungskonflikte. Ich würde da nicht von Kampf sprechen, aber natürlich gibt es einen Wettbewerb um knapper werdende Ressourcen. Und an der Stelle ist natürlich klar, dass die Trinkwasserversorgung da einen besonderen Status genießt. Trinkwasserversorgung ist sicherzustellen. Aber wenn es um Poolbewässerung, Autowaschen, Golfplatzbewässerung etc. geht, dann muss das nicht im gleichen Umfang gelten. Nicht? Also und vor allen Dingen eben, wie gesagt, die Landwirtschaft. Ne? Da ist eben der Punkt, da muss man
sicherlich im Einzelnen drauf gucken, sorgsamer, achtsamer Umgang mit Wasser, das heißt effizientes Wasser nutzen, gleichzeitig aber auch natürlich schauen, dass das Wasser dort, wo ja, Tätigkeiten notwendig sind, wie in der Nahrungsmittelproduktion, in der Trinkwasserversorgung, dass da ausreichend Wasser zur Verfügung steht, auch in Zeiten des Klimawandels. Und da müssen wir natürlich ran. Das ist ganz klar. Auch rechtlich übrigens. Also das ist, da sind wir auch noch nicht so gut drauf eingestellt. Und also ich habe jetzt, weißt du, ob du was sagen wolltest, Sandra, sonst? Ich wollte nur kurz sagen, Kampf ums Wasser fällt mir nur noch ein Stich, ganz kurz als Stichwort Flüsse. Die sind ja typischerweise grenzüberschreitend. Nimm mal, ich glaube, Äthiopien, Ägypten, da ist irgendwie der Nil aufgestaut. In Äthiopien, die Ägypter haben da wahnsinnige Angst, dass da irgendwie bei denen mal zu wenig Wasser ankommt. Also da gibt es Probleme dieser Art auf der Welt an verschiedenen Orten. Ja. Aber ich würde da gerne ein, weil ich habe hier gerade meine Geschichte, passt da ziemlich gut zu, weil das geht ja so ein bisschen um, ich sagte ja am Anfang beim Anteasern so ein bisschen, dass es letztendlich so geht, wie man mit Wasser Milliardär werden kann. Und ich weiß, ob ihr die Milliardärliste in Deutschland alle so runterbeten könnt, so die üblichen Verdächtigen von Familie Quandt oder wer auch immer, wie die alle heißen mögen, und die Aldi, Albrecht-Brüder und so weiter und so fort. Hier geht's um einen Michael Schäff, ich weiß nicht, von denen schon mal jemand was gehört hat, kannte ihn nicht. Und der hat tatsächlich, also er ist auch Milliardär, und er ist Milliardär im Wesentlichen mit einer ziemlich, ja, wie hier auch geschrieben wird, fragwürdigen Geschäftsmodell geworden. Und zwar verkauft der Wasser, also einer der großen Trinkwasserzulieferer, also für Flaschen mit Kohlensäure etc., für die großen Handelsketten, Edeka, Rewe und so weiter und so fort. Und das macht der, weil er, es gibt in Deutschland 16 Bundesländer, davon darf er in 13 Bundesländern dürfen Getränkehersteller, nicht nur Getränkehersteller, aber in dem Fall auch Getränkehersteller, dürfen über eigene Brunnen Wasser aus dem Boden holen und müssen dafür auch nichts bzw. fast nichts bezahlen. Also ist nur ein Bruchteil dessen, was du und ich und so, was wir pro Kubikmeter Wasser zahlen müssen, wenn wir das Nähe nutzen. Und auch in Hessen, Thüringen und Bayern zahlen sie, also die zum Beispiel die Getränkehersteller, zahlen gar nichts. Das heißt, die können einfach Grundwasser aus dem Boden pumpen über eigene Brunnen, und das macht er auch, zum Beispiel in Treuchtlingen, kostenlos und überdies mit behördlichem Segen, unter anderem 10.000 Jahre altes und außergewöhnliches reines Tiefgrundwasser aus dem Boden, füllte es in Plastikflaschen ab, mischte hier und da ein wenig Kohlensäure oder Aromen bei und verkaufte es über Edeka, Netto, Aldi und Rewe. Und das ist das Geschäftsmodell. Damit ist er Milliardär geworden. Und der Witz ist halt, und das ist eben dieses Verteilungsthema, beziehungsweise ein kostbares Gut der Allgemeinheit, so würde ich es jetzt mal definieren, was jetzt kostbarer und kostbarer wirkt, wo es knapper wird. Und da dürfen tatsächlich, um privates Geld zu verdienen letzten Endes, also einfach als Geschäftsmodell, darf das einfach in riesigen Mengen aus dem Boden gepumpt werden. Für gar nichts oder halt minimale Kosten. Ja, und eine Großspende an die CSU in Bayern. Nee, zumindest. Das würde ich jetzt hier gar nicht mehr unterstellen. Also es ist mit behördlichem Segen, das kann jetzt durchaus sein, aber ich bin tatsächlich der Letzte, der nicht mal bei der CDU ein bisschen bashen würde. Aber in dem Fall würde ich die mal rausnehmen. Nein, ich habe jetzt nur daran gedacht, weil du sagtest, in Bayern kostet es gar nichts. Ja, aber in Hessen und in Thüringen auch. Also da ist die CSU jetzt nicht so vorne weg vorne dabei. Aber deswegen, also ist, und in den anderen Bundesländern kostet es auch nur einen Bruchteil dessen, was, wie gesagt, Privathaushalte zahlen müssen, wenn sie Wasser haben wollen. Das ist tatsächlich, und ich finde das jetzt mal, unabhängig, dass dieser Herr Chef da auch noch ein Firmenkonglomerat und so weiter und so fort und da auch noch an anderen Dingen arbeitet, aber das hat mich schon sehr erstaunt, dass da also quasi privatwirtschaftlich ein Allgemeingut genutzt werden darf, ohne irgendwelche Kosten. Das erklärt vielleicht, ich habe hier aus dem Bordmagazin der Eurowings so einen Artikel abfotografiert, wo es ums Wasser ging. Und Fachmagazin steht, Wasser. Ja, aber die haben ja eben solche Themen, wo sie dann auch auf regionale Besonderheiten hinweisen, ihre internationalen Gäste. Und der Tenor da war, dass Deutschland eben der Mineralwasser-Weltmeister sei. Also hier steht drin, es gibt hier, und es ist total interessant, den Hintergrund da jetzt zu hören, in Deutschland 200 Mineralbrunnenbetriebe. Mhm. Also 200 Stück, die das dann offensichtlich so für sich erkannt haben. Und wenn sie dann das Wasser umsonst bekommen, ist ja umso besser.
Und auch der Pro-Kopf-Verbrauch von Mineralwasser ist in Deutschland sehr hoch. Und das ist ja so ein doppelter Irrsinn. Also, wie gesagt, verbessere mich, Chris, du bist da tiefer im Thema drin. Das ist ja so ein doppelter Irrsinn, wenn ich vorhin schon höre, dass das Trinkwasser, also das Leitungswasser bei uns allerhöchsten Qualitätsstandards entspricht. Also wirklich weit, es gibt ja hier keine Warnung, dass man es eben nicht wie in vielen anderen Ländern dieser Welt, dass man es nicht zum Zähneputzen oder sonst was nehmen sollte, sondern da dann irgendwie abgefülltes Wasser, weil das aus der Leitung halt irgendwie noch teilweise eben mehr oder weniger stark belastet ist mit den unterschiedlichen Dingen. Und das ist ja hier nicht. Also es wird ja ein riesiger allgemein, also aus dem Steuereinnahmen wird ja eine Wasserwirtschaft finanziert, so gut, aus guten Gründen. Ich finde das ja super, dass die Qualität des Wassers aus der Leitung so hoch ist. Und gleichzeitig schießt man sich ja selber ins Knie durch solche Geschichten, dass da eben andere ganz entspannt Geld verdienen dürfen mit und es offensichtlich auch sehr gut funktioniert. Naja, wirtschaftlich macht das sicherlich überhaupt keinen Sinn. Das ist ganz klar. Wer weiß, also vielleicht ist so ein Mineralwasser aus der Flasche einfach auch ein unheimlich guter Jahrgang, wenn der ein bisschen gestanden hat oder so. Und wir nutzen dann lieber das Wasser aus dem Hahn, um unsere Blumen damit zu gießen, was eigentlich zu schade wäre. Wie gesagt, da gibt es mit Sicherheit ja besser geeignete Formen, nämlich Regenwasser zu sammeln oder so, um das dann zu verwenden. Ja, das stimmt schon. Ja, so, dann darf ich das ganz kurz noch abrunden, weil das würde vielleicht auch erklären, wie der Herr Milliardär geworden ist. Ja. Die haben hier in diesem Magazin drei edle Tropfen vorgestellt. Wasser, wir reden über stinknormales Mineralwasser. Und dann gibt es einmal das arktische, Arctic steht hier, dieses Wasser kommt aus der arktischen Wildnis Lapplands. Und Weinkenner beschreiben es als den Champagner unter den Quellwässern. Das hat er geperlt, ja. 330 Milliliter, 3,99 Euro ist okay. Kann man machen. Dann, das kennt man vielleicht sogar, Kona Nigari Wasser aus Hawaii. Es kommt aus so einer tiefen Meeresströmung, wird da rausgepumpt. 1000 Meter unter der Oberfläche ist die Quelle, da zapfen sie es ab. Kosten 750 Milliliter 360 Euro. Ja, Umkehrosmose, ne? In Salz werden muss das. Genau, genau. Und jetzt preiswertig aus Deutschland kommt Nevas, ist ein deutsches Premium-Cuvée-Tafelwasser, welches aus zwei Quellen gewonnen wird, wie wir hören, umsonst. Und 2019 beim Fine Waters International Water Tasting Wettbewerb eine Goldmedaille erhielt. Design Edition Nevas Water Magnum, immerhin in der 1,5 Liter Aldi-Flasche, 1500 Euro. Das war der Grund, warum ich diesen Artikel da unbedingt rauskopiere. Dass Leute einfach, dass Wasser, wie wir hören, das hat eine gute Qualität schon aus dem Hahn. Du kannst es sogar umsonst irgendwo abzapfen. So durch wahrscheinlich Image und auch vielleicht andere Dinge, vielleicht sind auch tolle Mineralien drin, veredelt werden kann, dass Leute bereit sind für eine 1,5 Liter Flasche, die es für 30 Cent im Aldi gibt, oder umsonst aus dem Hahn 1500 Euro zu zahlen. Da habe ich auch noch eine Anekdote. Ich weiß, das ist noch in der Zeit vor Klimawandel jedenfalls. Ich weiß nicht, ob es jetzt noch so ist. Die Japaner in Alaska Gletschereis abgebaut haben, um das viel dichtere und nicht so schnell schmelzende Eis, 6 Millionen Jahre alt, keine Ahnung, in ihre Cocktails zu mixen. Ja? Ja. Dann kann man sowas vielleicht auch noch mal zusätzlich veredeln. Ja. Kann man ja vielleicht im Nachhinein nur hoffen, dass Wesen Mammut mal ordentlich reingeschifft hat seinerzeit. Am Gletscher. Naja, alte Regel ist niemals gelben Schnee. Ja, aber jetzt mal zu einem seichteren Thema. Wir haben das Wort Osmose jetzt schon gehört. Die Frage ist doch jetzt nach wie vor, müssen Fische denn jetzt trinken oder nicht? Da würde ich mal gerne eure Beiträge zu einsammeln, bevor ich euch sage, wie es stimmt. Vielleicht ein Hinweis vorab, die Thematik habe ich der Sendung mit der Maus entnommen. Die Anne, 12 Jahre aus Aachen, wollte das nämlich wissen und hat da eine kompetente Antwort vom WDR-Experten bekommen, der dann auch wahrscheinlich erstmal googeln musste. Und da, was meint er denn? Wie ist das mit den Fischen? Ich hätte jetzt gesagt, die spülen das Wasser einfach durch ihre Kiemen und nehmen dann die Flüssigkeit quasi auf dem Weg auf, den ihr Körper sicherlich irgendwo braucht. Kleiner Tipp, afrikanische oder europäische Schwalbe? Schwalbe? Der Wief lacht. Nee, aber tatsächlich, kleiner Tipp, es gibt Salzwasserfische und Süßwasserfische und tatsächlich
läuft es bei denen genau jeweils umgekehrt. Was meinst du, der Salzwasserfisch? Was macht er so? Ich vermute mal, wenn er da im salzigen Wasser rumschwimmt, muss er mal was trinken zwischendurch. Vielleicht stimmt es aber auch nicht. Das ist völlig richtig. Der Salzwasserfisch muss tatsächlich trinken, wegen der Osmose beziehungsweise wegen seiner halbdurchlässigen Fischhaut. Und tatsächlich ist das Prinzip der Osmose ja, dass das Wasser jeweils in die salzhaltigere Gegend sich bewegt. Und wenn das Meerwasser nun salzhaltig ist und der Fisch nicht ganz so salzhaltig ist, muss der halt nachtrinken, sonst ist er irgendwann platt. Und praktischerweise hat er nämlich in seinen Kiemen auch Filter, die das Meerwasser entsalzen. Und jetzt sagt er, sag mal, wie es umgekehrt läuft beim Süßwasserfisch, hat er aufgepasst. Wie es umgekehrt läuft? Oder ich frage mal anders, was würde denn dem Süßwasserfisch passieren, wenn er nicht auf Dauer Wasser ausscheidet? Wenn er nicht auf Dauer. Er würde ertrinken. Er würde platzen. Platzen? Jawohl. Nee, der Süßwasserfisch, der muss tatsächlich in den trinken, nämlich weil er halt salziger ist als das nicht salzhaltige Wasser um ihn herum. In ihn dringt das Wasser über die Hautoberfläche ein und der muss ordentlich strullen. Also kleine Faustregel: Salzwasser trinken, Süßwasser pipi. Und witzigerweise, Aal und Lachse zum Beispiel, die ja auch in Süß- und Salzwasser heimisch sind, die können sich, ohne dass das jetzt hier näher beschrieben wird, tatsächlich an ihre Umgebung entsprechend anpassen. Also wenn der Aal nicht auf Süßwasser umschaltet, dann fliegt der Aal in die Luft, würde ich sagen. Also Gleichstrom und Wechselstrom. Ja. Aber die Frage ist an sich ziemlich cool. Also das habe ich überhaupt im Leben nicht drüber nachgedacht. Finde ich echt witzig. Ja, also das wäre eigentlich eine, ich habe hier nämlich auch so eine besorgte Verbraucherstimme vorher eingefangen, in der Person eines Zeichentrick-Elefantens aus dem Disney-Film Tarzan. Und das würde ich gerne unserem Experten mal als quasi vorformulierten Gedanken mit auf den Weg geben wollen. Ist das Wasser auch wirklich keimfrei? Es kommt mir ziemlich suspekt vor. Es ist sauber, Schätzchen. Ich habe aber Angst vor Bakterien. Ja, wie ist das mit dem Trinkwasser? Wir hatten es jetzt schon ein paar Mal. Kann man wirklich in Deutschland, aber auch in anderen Ländern unbedenklich aus dem Hahn trinken? Was sind so die Faktoren, die du wissen musst? Also ich frage es mich vor allem im Ausland, weil in Deutschland trinke ich überall aus dem Hahn, mehr oder weniger. Aber wenn du jetzt im Urlaub bist, also gibt es da irgend so ein paar Profitricks, die wir hier noch mit auf den Weg haben? Oder riecht man das Wasser? Das ist meine Kernkompetenz, aber erstmal gilt überall in Europa die Trinkwasserrichtlinie, die europäische. Und insofern habe ich jetzt kein Problem, überall in Europa aus dem Hahn zu trinken. Wobei mir natürlich auch da der Zustand des Hauses vielleicht den einen oder anderen Tipp gibt. Wer weiß, Bleileitung gibt es da vielleicht auch. Dann lässt man es ein bisschen laufen. Wenn der Hausherr sagt, das sollte man lieber nicht machen, dann würde ich ihm auch da vertrauen. Ja. Ja, das war nicht, für mich habe ich das ganz konkret in meinem letzten Spanienurlaub in Nordspanien gefragt. Da haben wir nämlich auch immer gesagt bekommen, man kann das schon trinken, schmeckt aber einfach echt fies, schmeckt so ein bisschen seifig, also ganz unangenehm. Wohingegen ich das Wasser, insbesondere in Bonn, das trinke ich richtig gerne. Da bilde ich mir sogar ein, dass das gut schmeckt, obwohl Wasser ja nicht wirklich, also zumindest nach was schmeckt, hängt dann wahrscheinlich vom Natrium ab und was da sonst noch so drin ist, ne? Vom Mineraliengehalt, aber. Ja, wenn es deutlich nach was schmeckt, ist halt schon irgendwas zu viel drin. Ne? Das ist halt irgendwie, glaube ich, die Grundregel, würde ich da noch so mitnehmen. Ja, und im Ausland ist auch häufig einfach Chlor bei gemischt, ne? Und das ist dann einfach nicht lecker. Ja, vielleicht war das Chlor. Also stimmt. Ja, das machen die, das geht, ja, dass du Trinkwasser ins Chlor. Chlor ins Trinkwasser. Trinkwasser ins Chlor. Ja, das haben wir früher, als wir als kleine Jungs Fußball gespielt haben. Und dann durstig waren im Sommer, sind wir schön an die Springbrunnen, die neben der Wiese waren, haben da immer gesoffen wie irre. Und dann haben wir irgendwann gesehen, dass da so Chlortabletten immer drin lagen. Das war irgendwie dann doch nicht so lecker. Kannst du auch im Schwimmbad einen tiefen Zug nehmen. Ne? Ja, genau. Im Schwimmbad ist da vielleicht auch noch mehr drin, also je nachdem, wer vorher drin geschwommen ist. Aber das und wie stark die Filteranlage im Einsatz ist. Aber ist das, also um die Frage nochmal aufzugreifen, also ist das tatsächlich
Die Beimischung oder was ist da toleriert oder was ist da so? Chlor. Ja, also oder auch ansonsten Beimischung. Ich weiß nicht, ob es nur Chlor ist oder naja, ob das in Deutschland regelt die Grundwasser, die Trinkwasserverordnung, was da zulässig ist oder nicht. Und da hat das Bundesgesundheitsministerium einen Blick drauf. Und auch hier wird natürlich ab und an Chlor verwendet, wenn zum Beispiel hygienische Probleme auftreten in den Leitungen. Das kann schon mal passieren. Ja. Hört man ja auch ab und zu mal, zum Glück selten, dann setzen die Wasserwerke auch Chlor ein und spülen mit einem sehr geringen Chloranteil die Leitungen, um die wieder keinen Fall zu kriegen, damit das dann auf Dauer unbedenklich ist, hygienisch. Ne? Aber wie genau die Grenzwerte sind, weiß ich aus dem Kopf nicht. Nö, das ist ja auch quasi, also ich finde das so spannend, also man, auch beim Schwimmbad, man riecht es ja dann manchmal so, da ist ja so ein latenter, je nachdem, wahrscheinlich ist es auch, wann da gerade geklort wurde oder wie auch immer dann das entsprechend das zugeführt wird. Ich kann mir auch vorstellen, dass noch andere, ich weiß nicht, also um Algenbildung vorzubeugen oder sowas, das kann ja alles sein. Also, aber spannender wäre es ja dann eher wahrscheinlich, also weniger Schwimmbäder, weil da ist das Wasser oder die Wasserqualität wahrscheinlich ziemlich gut kontrolliert, sondern eher so Badeseen oder sowas. Ich glaube, da ist dann eher, wenn so ein See dann kippt oder wenn er dann durch ein trockenes Jahr dann ohnehin Wasser verliert und der Zufluss vielleicht nicht so, der Frischwasserzufluss vielleicht nicht so optimal ist, da kann das ja dann möglicherweise relativ schnell Probleme geben. Naja, zum Glück werden auch die Badegewässer in Deutschland streng überwacht. Das ist so, muss auch der Fall oder muss auch geschehen. Denn wir hatten auch hier ab und an Schwierigkeiten mit Algenbildung. Durch Niedrigwasser, Sonneneinstrahlung vermehren sich die Algen. Wir alle haben verfolgt die Oder-Katastrophe, ja, durch Salzeinleitungen bedingt. Und Niedrigwasser konnten im Prinzip Brackwasseralgen, die Blausäure bilden, dann das Fluss oder den Wasserkörper hochwandern und sich da vermehren. Und das, da muss man klar ein Auge drauf haben. Das tun die. Und dann gibt es auch ein Badeverbot. Ne? Also dann werden bestimmte Gewässer einfach gesperrt. Ja, ein Auge müssen wir auch immer auf unseren Bierkonsum haben. Deswegen ein kleines Jingle. Alleine mit dir. Zwei Worte. Ein Bier. So. Und das ist jetzt super. Prollo, ich darf das aufnehmen. Also, was Prollo gerade reingereicht, das Thema Algen, das ist Allgäuer Bier. Ist das nicht, also sensationell, was für ein Timing. Also, über mich ärgert ihr euch immer, wenn ich hier die ganz flachen Flachwitze mache oder macht euch lustig und naja, egal. Ich wollte nur auch zur Kenntnis bringen, dass der Prollo ausgepackt hat aus seiner Tasche und das aber nicht erwähnen, bevor wir nochmal vielleicht ein Wort auf die kleinen Zwerge hier verwendet haben. Also mir hat es, am Anfang fand ich so, der ersten Schluck gewöhnungsbedürftig, könnte aber auch nach meinem gestrigen Abend sozusagen meiner Intoxikation, die ich da vorgenommen habe, geschuldet sein. Aber nach hinten raus wurde es immer leckerer. Also wirklich. Ja. Zuckersirup und Orangenschale. Ja. Gut, der gehört in jedes Bier. Der Verzug auf jeden Fall. Ja, okay. Aber ich finde so, es hat so diesen typischen belgischen Geschmack, ne? So Bier mit extra Umdrehungen. Okay. Kann man trinken. Dann kümmere ich mich mal ums, oder kümmere du dich doch mal ums Allgäuer, weil eigentlich muss ich ja auch noch hier was auflösen, bevor wir gleich unseren Timer hier loswerden, weil ich habe ja auch gesagt, was man aus Abwasser, wir haben ja schon gesprochen, das Trinkwasser und so weiter und so fort, und dass man halt auch nutzbar machen muss, wieder Wasser wieder gewinnen und so weiter. Und da gibt es in San Francisco ein Gebäude, ein ganz modernes Luxushochhaus, 40 Stockwerke hoch, das eine Wasser, wie nennt man das, eine Wiedergewinnungsanlage hat. Das heißt, dort ist es so, dass tatsächlich das Dusch- und Abwasser, also das Duschwasser, das aus den Waschbecken wieder gewonnen wird für die Spülung von der Toilette. Grauwasseraufbereitung. Genau, diese Grauwasseraufbereitung, das fließt dann in die Spülung rein. Das ist sozusagen, so wurde das gebaut. Und dieses Hochhaus hat jetzt mit einer Brauerei kooperiert. Also das Haus oder das Wasseraufbereitungsunternehmen, was das gebaut hat, heißt Epic Cleantech in San Francisco und die kooperieren jetzt mit der Devil's Canyon Brauerei und nutzen immerhin 7500 Liter Abwasser von Duschen und Waschmaschinen für die Bierbrauerei, also für die Bierbrauung als Brauwasser.
Das wird halt so aufbereitet, dass du das verwenden kannst, dass du das dann in die Tanks da in, reinleiten kannst und dann brennen die das ja, dann brauen die das ja eh. Und das Witzige ist darüber hinaus, dass sie, oder sagen wir es mal anders, was sagt ein Pilztrinker, der das erste Mal einen Kölsch trinkt? Boah, schmeckt wie Abwasser, sehr ekelhaft. Und sie nutzen es tatsächlich, um ein obergäriges, helles Bier zu brauen, was sie nennen Kölsch-Style-Bier. Also nenn mich verwirrt, aber ich muss da irgendwie indirekt an diesen komischen Versand gebrauchter Unterwäsche denken. Also was ist denn das? Das bedient doch wieder irgendeinen Fetisch, dass man sich da so mit Duschabwasser quasi volllaufen lässt. Ich weiß nicht. Also ich finde es merkwürdig. Faktisch volllaufen lassen tut sich niemand, denn in den USA ist es wohl verboten, recyceltes Wasser für Lebensmittelherstellung zu benutzen. Das ist also alles nur eine Studie. Aber eine Studie, die tatsächlich in den sozialen Medien hier und da zu Wort kommt, weil auch in irgendwelchen Talkshows beispielsweise das dann doch mal verköstigt wird. Also Leute trinken das dann. Es gibt auch so eine 1,5-Liter-Dose, hier irgendwo ist auch ein Foto davon. So sieht die aus. One Water Kölsch oder Kölsch-Style Bier. Epic One Water Brew, a Kölsch-Style Beer. So nennt sich das. Also hier so eine. Ich glaube, das ist ein Feldversuch für die erste Mars-Mission wahrscheinlich. Ja, vielleicht. Und in diesen Talkshows trinken die das und dann ist hier irgendeiner, den ich nicht kenne, der sagt, it's delicious. Dann hat für die Doofen übersetzt, es ist köstlich. Also kann man wohl trinken, wenn man Kölsch mag. Ich fand nur ich bin ja sozusagen vielseitig betankbar. Ich trinke Helles, ich trinke obergierig, untergierig. Das Einzige, was ich nicht trinke, ist Altbier und dieses ganze dunkle Zeug. Das mag ich nicht. Deswegen habe ich extra für dich auch ein Helles jetzt. Genau, und kein Schenkerler, Rauchbier. Schenkerler, Stinkerler. Aber tatsächlich gibt es ja viele, die einfach Kölsch sagen, das schmeckt wie Spülwasser. Einfach, das schmeckt dir nicht. Und das ist es hier wirklich sehr nah dran an diesem Gedanken. Ja, so viel dazu. Würdet ihr das trinken? Würdet ihr euch trauen, sowas? Also du bist wahrscheinlich einer, der in Wasseraufbereitung vertraut oder eher nicht? Kennst du da die Schweinereien der Branche? Ich würde das trotzdem als Special Interest bezeichnen, so ein Tropfen. Aber ich weiß schon, dass das geht, ja, klar. Ja. Also man kann Wasser sehr gut aufbereiten. Ja. Aber ich weiß nicht, ob mich das jetzt reizen würde, ob ich das ausprobieren müsste. Ich habe es noch nicht probiert. Wenn ich drum rumkomme, wäre ich nicht unglücklich, sage ich mal. Ja, aber du hast ja eben so ein bisschen propagiert, die Wasserwiedergewinnung ist eins der zentralen Zukunftsthemen, auch die Transformation und so weiter. Das heißt, es muss ja nicht unbedingt das Bier sein, aber dass man da irgendwo solche Studien macht oder sich solche Gedanken macht, was kann man damit machen, außer es, ich meine, die sind ja schon fortschrittlich, die spülen die Klos damit. Es ist ja schon eigentlich ganz, ganz gut gemacht. Ja gut, die Frage ist, ob man unmittelbar Nahrungsmittel aus Abwasser herstellen muss. Also wenn man jetzt auf Wiederverwendung geht und damit Lebensmittel bewässert, ist das nochmal eine andere Geschichte, denke ich. Ich glaube, es stört niemanden. Wir sind alle damit aufgewachsen, dass eben das Gemüse mit Gülle gedüngt wird oder so. Das stößt keinem auf. Das ist dann einfach eine Frage, glaube ich, welche Gedanken man dabei hat. Also mit meinem Sohn habe ich mal gesehen, hier irgendwie so einen kleinen Beitrag, Survival-Training. Kinder mit irgendeinem Typen getestet, irgendwie haben sie Urin abgekocht, also irgendwie in einen Behälter gepinkelt und dann das zum Kochen gebracht und das Kondenswasser dann abgeführt und getrunken, hat wohl ziemlich ekelhaft geschmeckt. Ja, also ich habe hier auch noch so eine Geschichte dabei gehabt von dem einen Typen, der 2 Monate irgendwo auf dem Meer, dieser Fischer, der da mit seinem Hund überlebt hat, der Stimmt. hat... Der hat, glaube ich, jetzt nicht unbedingt seinen Urin abgekocht, er hat Salzwasser aufbereitet oder halt entsalzt, quasi sich in Osmose. Vielleicht gibt es sowas, zumindest in Filmen haben die sowas immer in den Survival-Packs, so Osmose-Schwimminseln. Also es gibt ja
also in, ich hätte es sonst eh noch gebracht, aber Literatur oder jetzt auch Verfilmung quasi, ich weiß nicht, wer es gesehen hat. Also mit dem Tiger. Nee, tatsächlich der Wüstenplanet. Also ich weiß nicht, da gibt es ein Buch, das ist eine ganze Buchreihe und das erste Buch ist, ich meine, Ende der 60er, Anfang der 70er erschienen und da geht es letzten Endes um den namensgebenden Wüstenplanet, der einen besonderen Bodenschatz hat, der für die in der Zukunft spielenden Bevölkerungen enorme Bedeutung hat. Und aber der Wüstenplanet besteht halt quasi nur aus Wüste und die Menschen, die dort leben, die haben so besondere Anzüge, wo quasi die komplette Körperflüssigkeit, die ausscheiden, mehr oder weniger eins zu eins wieder aufbereitet wird in dem Anzug selbst und dann auch wiederverwendet wird und dann quasi immer wieder getrunken wird. Das heißt, es ist ein in sich geschlossener Kreislauf, dieser Mensch mit seinem Anzug. Mhm. Und ich finde das ganz spannend, dass dieser Autor genau dieses Thema vor über 50 Jahren schon einfach nicht nur gedacht hat, sondern auch eine ganz spannende Lösung gefunden hat für das ganze Thema. Also finde ich schon irgendwie ganz, ganz interessant. Und aktuell gibt es ja eine relativ erfolgreiche Verfilmung zu Dune, der Wüstenplanet, wo das auch eben natürlich jetzt nicht wissenschaftlich gezeigt wird, aber in dem Sinne, wo das schon einfach Teil des Alltags ist. Fand ich hochspannend. Ja. Ich musste nur an dieses Buch, was auch verfilmt wurde, sehr erfolgreich, Schiffbruch mit Tiger oder irgendwie so denken. Bitte? Life of Pi, ja. Life of Pi, genau. Life of Pi, of Pi, whatever. Und das habe ich tatsächlich erst gelesen und dann den Film gesehen und ich fand das Buch irgendwie geiler. Das ist so eins der Bücher, wo im Kopf mehr passiert, als du auf der Leinwand zeigen kannst, glaube ich. Aber da hat er, glaube ich, auch so eine Insel da in seinem Survival-Pack, wo das Wasser, das verdunstende Wasser wieder aufgefangen wird und das kann er immer dann trinken. Ja, du kennst das vielleicht nicht. Wir haben eigentlich uns mal irgendwann in grauer Vorzeit vorgenommen, dass wir nach einer Stunde eine Warnung raushauen. Die klingt so. Und dann ist es immer Zeit, sich so langsam noch mal so ein paar Themen zu überlegen, damit wir doch nicht aufhören müssen. Also ab jetzt kämpfen wir um jeden Zuschauer und jeden Zuhörer, Zuhörerin. Und das Ganze mündet dann in einem Quickie vom Sommer. Das ist sozusagen die Tradition dieser Sendung. Und ich habe letztes Mal gesagt, nach hinten raus, gerade wenn wir jetzt sozusagen das Pflichtprogramm erledigt haben, dann wird es meistens am lustigsten, weil man dann so ein bisschen befreit aufspielen kann. Aber Summer's Quickie ist quasi der Höhepunkt, oder? Ja, das ist dann schon, ja, einfach cool. Es musste kommen. Ja. Im wahrsten Sinn des Wortes. Wusstet ihr eigentlich, dass Bruce Lee auch eine enge Beziehung zum Wasser hatte? Das ist mir heute aufgefallen bei der Vorbereitung dieser Sendung. Und das ist ein sehr berühmtes Zitat, das habe ich auch mal gepackt, da können wir auch noch mal drüber nachdenken. Vielleicht für die Jüngeren unter uns, Bruce Lee ist ein Schauspieler, der in vielen asiatischen Kampffilmen eine Rolle gespielt, aber schon lange tot ist auch. Ja, lange tot, sein Sohn hieß Brandon Lee und ich glaube, der, also der ist auch schon tot. Der ist doch irgendwie gestorben, weil er sich mit einer Pistole am Set mit Platzpatronen, wollte er so sich so quasi Suicide imitieren und hat sich dann doch durch den Druck das Gehirn etwas verletzt. Das hat er dann nicht überlebt. Ja. Dummer Tod irgendwie. Ja, ziemlich dumm. Ja, und der hat in einem Interview, und das wurde dann auch in irgendwelche Filme später eingebaut, folgendes mal gesagt, übers Wasser. You put water into a cup. It becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend. Be water, my friend. Das ist sehr beschwörend, fast schon. Ja. Also ich finde es ja auch gut, flüssig zu sein, aber... aber anders. Ja. Noch mal einen Flachen rausgehauen, sorry. Gibt es irgendwas über Wasser, was wir hätten besprechen sollen, aber uns nicht zu fragen trauten? Haben wir irgendwas vergessen, so als Experte? Aber hier, Prollo, du hast doch bestimmt noch was. Ja, vielleicht eine kleine Verbraucherinformation für die Sternbeobachter unter uns. Tatsächlich hat die Grundwasserentnahme in den letzten etwa, naja, aufgrund dieser Studie Jahre 1993 bis 2010 dafür gesorgt, dass sich die Neigung der Erdachse in diesem Zeitraum um 80 Zentimeter verschoben hat. Quelle Seoul in Südkorea, staatliche Universität, unter Leitung von Herrn
Ki Won Zo. Keine Ahnung. Und wie konnten die da eine Kausalität herstellen? Ja, da fragst du das Richtige. Da sind wir jetzt aber schon in der Astronomie, nämlich mittels Quasare. Quasare sind die aktiven Kerne ferner Galaxien. Und weil die eben so weit weg sind, sind die quasi für uns bewegungslos. Und dementsprechend, wenn die sich bewegen, haben wir uns bewegt. Und deswegen, ja, aber woher wissen die, dass das mit der Entnahme des Grundwassers zu tun hat? Das kann ich dir so ein bisschen sagen, weil ich habe das Ding auch und die haben ein Modell gebaut, die haben das gestopft mit allen möglichen Annahmen, wie das so ist. Und es war dann so, dass ohne die Grundwasserverschiebung, Grundwasserverschiebung, ich weiß gar nicht, ob das der richtige Begriff hier ist, da haben das Wasser ja abgepumpt. Ich glaube, die nennen hier Umwälzung, nennen die das, glaube ich. Ich weiß es jetzt nicht genau. Umverteilung des Wassers. Ohne diese Umverteilung sind die nicht auf das tatsächliche, in der Realität bestehende Ergebnis, auf diese 80 Zentimeter gekommen. Das war also wohl relativ, also okay, in dem Modell, ja, klar, dass das dann der Faktor sein muss. Dieses Wort Umverteilung, das kickt mich gerade. Und ich stelle mir gerade die Erde vor wie so ein Raumanzug beim Wüstenplanet. Weil ist es denn so, dass uns wirklich Flüssigkeit in unserer Atmosphäre, also unter unserer Käseglocke, verloren gehen kann? Also kann die diffundieren in den Weltraum und verschwinden? Oder ist es nicht tatsächlich einfach, dass diese Flüssigkeit, das Wasser, in welcher Form auch immer, nicht an der richtigen Stelle mehr ist oder dass es sich irgendwo aufhält oder niederschlägt, wo es halt gerade nicht gebrauchen kann und wo es halt zu solchen Verwerfungen dann vielleicht sogar von dieser Erdachse oder schieß mich tot führt. Also ist das Problem oder geht wirklich Wasser verloren? Man denkt immer so, Wasser verschwindet, aber es ist wahrscheinlich nicht einfach nicht an der richtigen Stelle mehr, ja, wo wir es brauchen. Verlagert, würde ich auch sagen. Würde jetzt mal nicht wissenschaftlich antworten, sondern als wir noch jünger waren, gab es einen Film, der hieß Die Eispiraten. Und die haben tatsächlich Wasser von einem Planeten auf den anderen verschoben. Und insofern würde ich sagen, ja, unter solchen Bedingungen kann man schon Wasser verlieren. Also, da muss ich an diese großartige Szene aus Spaceballs denken, ja, wo die ja auch diesen Schutzschirm um ihren Planeten bauen und dann das Passwort herausgepresst wird. Und das fängt mit 1 an und hört mit 6 auf. Aber tatsächlich, ja, vielleicht geht ein klein bisschen Wasser auch mal flöten, aber tatsächlich kommt ja vielleicht der ein oder andere Schluck auch nochmal über so Meteoriten runter. Aber wieso, was ich mich jetzt frage, ich bin so ein Filmfreak und euch fallen so coole Filme ein und wenn ich da an Eis verschieben denke, fällt mir nur die Eröffnungsszene von der Eiskönigin ein. Das ist doch jetzt irgendwie scheiße, das spricht doch jetzt arbeiten, nicht für mich, habe ich zu viel Disney geguckt mit meinen Kindern. Ich, ja, könnte das mir schneiden vorstellen, ja auch so das Eis im Verladen, der Beef denkt gerade an Eis am Stiel. Ja. oder Ice Age. Ja. Aber ganz kurz noch, ich finde tatsächlich, ich könnte mir vorstellen, dass also quasi zum Beispiel in der Baubranche Wasser verloren geht, im Sinne von, dass es gebunden wird in Beton etc. und dann erstmal nicht zur Verfügung steht. Ich weiß jetzt nicht, ob es irgendwelche Wasserentzugsmöglichkeiten gibt bei der Herstellung von sonstigen Baustoffen, sage ich jetzt mal. Da wird es ja schon massiv eingesetzt, um entsprechend eben Baustoffe oder eben andere Stoffe zu binden und die dann auch haltbar oder stabil zu machen. Insofern könnte ich mir schon vorstellen, dass es da so ein bisschen verloren geht. Jetzt weiß ich natürlich die Mengen nicht. Also ich kann jetzt da keine Mengenverhältnisse, dass das extrem verloren gehen kann es ja eigentlich, ja, nicht, wenn die Erde in der ursprünglichen Schöpfung der perfekte Wüstenplaneten-Raumanzug war, wo es immer wieder in den Kreislauf gebracht wurde. Das lernen wir alle in der Schule, wie das mit dem Regen und so funktioniert. Das ist ja eigentlich nur gebunden. Kann aber nicht genutzt werden. Also das kann nicht genutzt werden, ja. Es kann nicht genutzt werden, aber es ist, wenn man jetzt mal die Atmosphäre als Grenze sieht, es ist noch da. Es ist ja nicht genau weg. Ne? Das war so der Gedanke zumindest. Ja, 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 ja. Übrigens, das wollte ich noch gerade nachliefern. Was meint ihr, welches Land hat am meisten Grundwasser abgepumpt? Prollo glotzt schon, also du hältst den Mund. China. Nee, die sind die Dritten. Noch ein Guess. USA. Nee, die sind die Zweiten. Indien.
Oh, ja. Indien 251 Milliarden Kubikmeter, USA 111 und China 89. Also wie die an die Zahlen kommen, weiß ich nicht. Und ob die so zuverlässig sind, aber es wird ordentlich gepumpt. Ja. Für die in Jeans, Indien. Ne? Wahrscheinlich. Aber da leben auch nicht so wenig Menschen. Also ich sag mal, wenn wir jetzt über Wasserverlust nachdenken, dann denken wir überwiegend darüber nach, dass eben Wasser aus den Oberflächengewässern in die Weltmeere abfließen. Mhm. Und deshalb nimmt auch die Bedeutung von Meerwasserentsalzung zu. Das ist auch nimmt einen großen Anteil an in den Überlegungen, wie gehen wir hier mit den knapper werdenden Ressourcen um. Und da muss man halt zumindest sagen, im Moment ist das einfach noch sehr, sehr energieintensiv, solche Techniken. Und deshalb ist es schon richtig und wichtig, dass wir über alle Möglichkeiten des effizienten Einsatzes und der Ressourcenschonung an der Stelle nachdenken. Das ist auch nochmal ein super... Darauf verlassen, dass wir irgendwie das Wasser einfach aus den Ozeanen nehmen. Ja, das ist immer der Gedanke, dass es quasi die Knappheit auch daher kommt, dass das Wasser quasi versalzt. Also höre ich da so ein bisschen raus. Also dass vielleicht gar nicht unbedingt die Menge an sich geringer wird, aber es versalzt einfach zunehmend. Oder wenn es dann in die Ozeane fließt, kannst du es erstmal so als Trinkwasser und so nicht mehr gebrauchen. Ja, das Land wird immer mehr Steppe, Wüstenbildung und das Wasser wird immer salziger. Ja, Dürre, das Wort war Dürre in Deutschland. Steppe in Brandenburg. Ja. Steppe in Stettin, hätte ich jetzt gesagt. Oder so. Ja. So, ja. Ich hätte noch einen ganz kurzen Punkt, den würde ich gerne nur kurz anreißen. Ja, ja. Das ist so ein Bereich, wo wir Wasser, was wir noch gar nicht so gesehen haben, und zwar, wie gut ihr euch mit Erdzeitaltern auskennt, also das letzte oder das aktuelle Erdzeitalter oder andersrum formuliert, ihr lebt in besonderen Zeiten, als dass quasi wir gerade den Wechsel eines Erdzeitalters miterleben, in Anführungsstrichen. Und zwar ist das letzte Erdzeitalter, in dem wir alle noch reingeboren wurden, ist das sogenannte Holozän. Das begann so nach der letzten Eiszeit, so 10.000 Jahre ungefähr, mit einem dicken Daumen. Und im Moment wird eigentlich der Beginn des Zeitalters des Anthropozäns, also sprich des menschlichen oder menschbeeinflussten Erdzeitalters gesehen. Das fand ich ganz spannend. Also das wird auch von der Wissenschaft jetzt schon so postuliert. Und da ist im Prinzip, um diese Ära zu manifestieren, beziehungsweise immer also auch so eine Art Nachweis zu finden oder den immer wieder zu überprüfen, ist jetzt ein See in Kanada definiert worden, der Crawfordsee im Süden Kanadas, weil der an sich erstmal unscheinbarer See, ist relativ tief, bis zu 24 Meter, ist aber gar nicht so riesengroß. Und da wird jetzt einfach, soll jetzt durch die sich Jahr für Jahr ablagernden Sedimente, soll im Prinzip das Geschehen auf der Erde dokumentiert werden. Also das ist so die Definition, wo immer wieder untersucht wird, durch die sich dort ablagernden Sedimente, wie quasi das jetzige Zeitalter, wie es auch mit vergangenen Zeitaltern, das wird ja dann über Eis zum Beispiel gemacht, dass man da feststellt, was ist so in den Jahrtausenden und so weiter dann in der Atmosphäre unterwegs gewesen und wie war die Atmosphäre, wie waren die Temperaturen etc. etc. Und da ist jetzt, um das Anthropozän zu dokumentieren, also die jetzt neu beginnende, das Erdzeitalter, ist dieser See definiert worden. Das fand ich super spannend, irgendwie das zu lesen. Also beginnt das schon oder beginnt das so in 100.000 Jahren? Nee, also der Begriff ist zum ersten Mal von dem immerhin Nobelpreisträger Paul Crutzen. Ich nehme an, das ist Amerikaner, ich weiß nicht ganz genau, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, im Jahr 2010, also der Begriff des Anthropozän ist da verwendet worden und das soll einfach die massiven Veränderungen beschreiben, die durch die menschliche Bevölkerung einfach auch in die Atmosphäre, die sich da einfach auswirken. Was vor eben Tausenden von Jahren einfach noch nicht relevant war, weil es eben nur ein paar Menschen gab und die sich nicht wirklich bemerkbar machten auf der Erde. Und inzwischen ist es so, dass der Mensch die dominierende Spezies ist mit allem Guten und Schlechten und dass dadurch halt auch die Atmosphäre oder die Erde als solche stark beeinflusst wird. Ja. Also beispielsweise durch den Klimawandel.
Also die erhöhten Temperaturen, die eben nachweislich auf das Tun des Menschen, also alle AfD-Hörer werden jetzt wieder zusammenzucken, aber es ist so, dass tatsächlich das eben ein menschengemachter Klimawandel ist und nicht einfach nur der natürliche, der sowieso irgendwann kommt, und dass es einfach massive Auswirkungen haben wird, auch noch in weiterer Zukunft oder in Anführungsstrichen nicht weiterer Zukunft, sondern sehr naher Zukunft. Was dann auch, und da ist ja dann die AfD wieder im Bild, also die ja im Prinzip auch das Thema Bevölkerungsmigration, also dass die das verhindern wollen, indem sie sagen, Leute, pimpert mehr, ne, damit wir hier dann in 18, 20, 25 Jahren dann einfach noch mehr Leute haben, mehr Deutsche haben, was ja auch ein völliger Quatsch ist. Bio-Deutsche. Ja, genau, aber die werden dann ganz massiv, die werden dann massiv von betroffen sein, von diesen Themen und vielleicht auch von einem Golfstrom, der nicht mehr so fließt, wie er jetzt fließt und der dann auch wieder extreme Veränderungen produziert. Also insofern, und das war ich ganz spannend, dass da einfach so dieser See jetzt definiert wurde und der dann. Okay, vielleicht noch eine Frage, warum dieser See? Warum ausgerechnet der? Wird das irgendwo gesagt? Sonst stell das zurück. Er ist relativ tief, also er hat eine relativ kleine Oberfläche und ist aber sehr relativ tief im Verhältnis. Das Verhältnis ist wohl sehr gut und dadurch mischen sich die unteren Wasserschichten eben nicht so stark mit den oberen. Und dadurch, also das nennt sich dann als Fachbegriff Ermeromiktisch. Keine Ahnung, ich lese es hier ab. Und das Wasser auf dem Grund des Sees bleibt also somit praktisch unverändert. Und alles, was langsam auf den Grund des Sees sinkt, kleine Tiere, Pollen, Pflanzenreste, werden dort sicher aufbewahrt, eben durch die Versiegelung durch das Wasser. Das fand ich so. Und dann kommt einmal im Jahr der Forscher mit seinem Saugrüssel und rührt das um, oder? Nee, da wird ja auch wieder jetzt nicht vorsichtig vorgehen. In Jahresschritten gedacht, sondern das wird natürlich dann auch auf längere Sicht, aber das ist so da, wo einfach künftig immer wieder vorsichtig geprüft wird. Und der Witz ist eben, durch dieses langsame zu Boden sinken und diese Schicht, die da dann entsteht, die kann dann so ähnlich wie bei Jahresringen von Bäumen dann quasi in Anführungsstrichen gelesen werden und dadurch entsteht eine sogenannte jahresgenaue Auflösung. So nennt sich das jetzt wohl. Ich fand das super spannend. Ja. Ja, leider wissen wir nicht dann, wie das in 10.000 Jahren dann ausgewertet wird. Nö, das nicht. Aber ich weiß nicht, ob es in 10.000 Jahren, ich nehme an, das wird auch schon früher ausgewertet. Aber das Spannende ist, und wie gesagt, also habt ihr es gemerkt, dass ihr so an einem Zeitalter eines, also an dem Wechsel eines Erdzeitalters. Also ja, man fühlt sich schon so ein bisschen anders. Ja. Genau. Der Zahn der Zeit, der nagt. Ja, ist blöd, wenn du es Mammut bist irgendwie, ne? Das ist dann doof. Ja. Sorry. So, Mammut. Was ist mit dem Quickie? Wollen wir den gerade noch rausballern? Soll ich gerade? Ja, dann machen wir das jetzt gerade hier mit dem Duschen wie angekündigt. Ich hätte auch noch was noch Kürzeres, wenn die Zeit drängt. Aber wenn nicht, dann machen wir das. Oder muss einer Wasser lassen? Also, nicht nur der Beef ist für die Flachen zuständig. Ja, der war doch schlechter als meine, komm. Naja, aber immer nur besser als die beim Wandern, ne? Das war letzte Sendung, ja, das war. Ja. Non-Bathing, neuer Trend. Für die meisten Menschen, schreiben sie hier, ist die tägliche Dusche ein absolutes Muss. Es gibt auch Leute, die nur ein- bis zweimal oder seltener duschen. So, und klar, wenn man seltener duscht, spart man natürlich Wasser, also ökologisch, da kommt irgendwie jeder drauf, ist das eine gute Sache. Aber wie ist das gesundheitlich mit mehr oder weniger Duschen? Da hat eine Reporterin des Bayerischen Rundfunks ein Selbstexperiment gewagt, die Ariane Alter. Sie durfte nämlich nur einmal pro Woche duschen, hat, glaube ich, dann am Ende in zwei Wochen nur einmal geduscht. In der Zeit war übrigens auch Deo verboten, um auch die Auswirkungen testen zu können. Und bestimmte Körperbereiche wie Achseln und Füße durften häufiger mit einem Waschlappen gereinigt werden. Also da war jetzt dieses Reglement sozusagen ausgespart. Und wie war das dann gesundheitlich? Nach zwei Wochen ist sie zum Dermatologen gegangen und der stellte fest, dass sich ihr Hautbild verbessert hatte. Und insbesondere hat es einen besseren Feuchtigkeitsgehalt als vorher. Das ist ja auch irgendwie so ein bisschen etwas, was vielleicht paradox klingen könnte. Wieso trocknet die Haut aus, wenn ich mehr Wasser von außen der Haut zuführe? Ist aber so. Also Wasser trocknet Haut aus.
Was auch das noch, ist ja wie bei den Süßwasserfischen. Ich sagen, das ist wahrscheinlich der gleiche Effekt, oder? Ja, vielleicht. Und, bis du platzt. Und was den Geruch angeht, ist es so, dass, hat sie so dokumentiert, es auch nicht aufgefallen ist, dass sie nur einmal geduscht hat, wobei das natürlich auch sehr individuell ist, sage ich mal wahrscheinlich. Die Gerüche sind ja doch sehr unterschiedlich bei den Menschen. Ist auch ein Abstandsthema. Ja, und insofern... Insofern kann man zusammenfassend feststellen, dass es gesünder ist, seltener zu duschen. Also es ist ökologischer und es ist auch gesünder, sagen wir mal, nur einmal die Woche oder auch zweimal die Woche zu duschen, ist auf jeden Fall gesünder als täglich zu duschen. Es ist jetzt nicht zwangsläufig so, dass tägliches Duschen schadet, aber man sollte darauf achten, dass man sich nicht dauernd komplett einseift. Also da sollte man, bei den allermeisten Regionen reicht komplett Wasser oder man soll eine rückfettende milde Seife nehmen und so weiter. So, damit wären wir dann jetzt bei der spannenden Frage, wie sieht das hier in der Runde aus? Also Karten auf den Tisch. Wie ist das mit den Duschgewohnheiten? Also ich dusche ziemlich regelmäßig alle zwei Tage. Das ist so mein, also es hängt natürlich davon ab, wenn ich jetzt irgendwie in den zwei Tagen körperlich sehr anstrengende Arbeit mache, dann dusche ich auch im unmittelbaren Anschluss gern noch einmal, ja. Aber mein von mir gesetzter Rhythmus ist eigentlich so alle zwei Tage. Ja, das sieht man deine Haut auch irgendwie an, so ein bisschen jetzt. Nee, meine Haut ist tatsächlich gerade ganz schlecht, weil ich irgendwie so eine Sonnenallergie oder sowas entwickelt habe. Hier oben kriege ich immer so, aber das will ich jetzt hier gar nicht ausführen. Vielleicht sollte ich auch nur einmal die Woche duschen, das hat damit zu tun. Kannst du probieren. Also ich bin tatsächlich auch alle zwei Tage, außer am dritten Tag ist Homeoffice, dann lasse ich auch schon mal ausfallen. Also die Frau kann es ab, oder was? Ja. Bei mir ist es ähnlich. Also ich würde es eher noch auch ein bisschen anlassbezogen definieren. Also sprich, wenn eben Sport gemacht oder sonst irgendwie. Und Jahreszeiten auch. Jahreszeiten abhängig. Also es ist tatsächlich so, hängt ein bisschen von den Tätigkeiten ab und auch so vom Wohlbefinden. Manchmal hat man ja so den Eindruck, man ist so ein bisschen verklebt in Anführungsstrichen und man ist es dann wahrscheinlich sogar, also dass die Poren dann auch so ein bisschen zu sind, also dann schon eher, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, ich müsste jetzt jeden Morgen zwingend oder jeden Abend zwingend duschen, um dann einfach, das ist dann auch so ein Routine-Ding, glaube ich, da kann man sich so ein bisschen drauf einstellen. Genau, das muss man, glaube ich, differenziert betrachten. Ob Sommer oder Winter und so weiter. Also statistisch gesehen ist das so, 125 Liter pro Person und Tag und davon natürlich Tag, pro Tag. Ja. Einiges, nur 5 Liter werden getrunken. 125, hast du gerade 125 Liter? Ja, ich habe sogar hier in einem anderen Artikel 130 Liter gelesen. Ja, also das kommt immer drauf an. Wäre ich jetzt zu gekommen, in der Regel ist es so, dass in den heißen, trockenen Sommern mehr Wasser natürlich, ich will nicht sagen verschwendet, sondern genutzt wird, weil man die einfach mehr getrunken wird, es wird mehr Trinkwasser zum Duschen dann eben auch verwendet. Und wenn die Temperaturen kälter sind, dann ist es eben weniger. Ganz kurz, ja, jetzt habe ich auch nachgefragt. Ist das jetzt nur Privathaushalte oder ist das einfach quasi alles? Also auch die Industrie ist ja auch ein großer Wasserverbraucher, je nach Industriesparte. Ist das da alles mit drin? Also ist das quasi die Gesamtsumme, die hier am Tag in Deutschland quasi verbraucht wird, wie auch immer? Und das dann auf die Anzahl der Köpfe? Das würde keinen Sinn machen. Also das geht jetzt erstmal um den Verbrauch des Bürgers. Mhm. Es gibt weitaus wasserintensivere Branchen, wenn man so will. Also vor allen Dingen eben im Energiebereich Landwirtschaft. Das ist jetzt nochmal ein spannendes Thema. Steigen wir direkt wieder rein. Jedenfalls landwirtschaftlich wird wenig bewässert. 2,2%, glaube ich, aktuell. Wobei man da auch ein Fragezeichen dran machen könnte. Das hätte mich nämlich jetzt auch interessiert. Wie viel Wasser verbrauche ich eigentlich, wenn man so diese ganzen Güter wie, das fängt ja beim Auto an, was auch erstaunlicherweise unheimlich viel Wasser braucht, Computer mit Papierherstellung, Gedöns. Unfassbar wasserintensiv. Also auch alles in Papiertüten ist auch, also aus Wasserverbrauch sieht auch nicht immer gut. Und die Tütensuppe ist ja gar nicht so entscheidend, wenn ich da noch einen halben Liter Wasser drauf kippe, sondern bis die Tütensuppe in der Tüte ist.
wird ja auch wahrscheinlich der Großteil an Wasser verbraucht. Ja, oder es passiert Folgendes. Das ist eine Anekdote, die ich jetzt auch gerade noch erzählen kann, hier aus einem Artikel. Da haben die Stadtwerke in einer Stadt in Hessen, in einer Kleinstadt, in einem Straßenzug, ich weiß nicht, die können das anscheinend auch dann genau dem Haushalt zuordnen, haben sie gedacht, da ist irgendwie ein Wasserrohrbruch oder so, haben punktuell dann einen enormen Wasserverbrauch festgestellt. 80.000 Liter waren da plötzlich weg und haben deswegen das Wasser da abgestellt. Sie haben den Eigentümer da irgendwie nicht erreichen können, aber der hat dann die Stadtwerke danach erreicht, weil er sich beschwert hat, wieso sie ihm das Wasser abgestellt hätten. Er würde nur seinen Garten wässern, denn da soll ja auch grün sein. Der hat tatsächlich an einem Tag 80.000 Liter in seinen Garten reingekippt. Wahnsinn. Boah. Und das ist, deswegen bin ich darauf gekommen, wegen dieser Zahl, die der Chris gesagt hat. Das ist genau, das haben die ja ausgerechnet, 615 Mal so viel Wasser als eine einzelne Person am Tag im Durchschnitt verbraucht. Aber spannend ist schon, dass der Wasserverbrauch in den zurückliegenden Jahren stetig gesunken ist, der Pro-Kopf-Wasserverbrauch. Ja, bis 2018, da ging plötzlich die Kurve wieder hoch. Das sind dann die trockenen Jahre, die heißen Jahre, die jetzt wieder zugenommen haben. Und insofern gehen wir im Zuge des Klimawandels auch weiter von einem steigenden Wasserverbrauch aus. Also wir plädieren hier einfach jetzt mal frei fürs weniger Duschen. Mutig sein, auch rausgehen, nicht frisch geduscht. Dann kann einem natürlich sowas hier passieren. Hört nur. Ich glaube, ich rieche was. Aber dann retten wir wenigstens das Klima. In diesem Sinne, also gleich in der Dusche pinkeln, spart auch wieder ein paar Liter Wasser. Stimmt. Und, toller Verbraucher-Tipp. Und übrigens habe ich noch woanders gelesen, den Bauchnabel beim Waschen nicht vergessen, ist ansonsten auch eine Bakterienfalle. Also ich dachte, es könnte sich Unmengen von Wasser drin sammeln. Nee, aber das schwarze keine, Loch. Keine. Was ich übrigens noch mal ganz kurz erwähnen möchte, einfach jetzt, um wieder Ernsthaftigkeit, eine gewisse Seriosität hier reinzubringen. Weniger duschen heißt ja nicht weniger waschen. Also nochmal, also wie gesagt, das Thema Waschlappen ist durchaus, richtig. Auch das wusste Großmutter schon. Also mit die Waschlappen, Katzenwäsche wird despektierlich genannt, aber kannst du da, wie eben auch genannt, die wesentlichen Stellen, wo es mal müffeln kann, sehr gut erreichen, in Anführungsstrichen. Und also von daher heißt das nicht zwingend, weniger duschen heißt nicht weniger Schmutzfink sein. Also ich finde, es hat sich wieder gelohnt, bis zum Ende durchzuhalten, würde ich sagen. Und echt die wirklichen Takeaways hier noch abzuräumen. Bevor wir schließen, würde ich natürlich unseren Studiogast, den Chris, den Wassermann, gerne noch um ein letztes bitten. Und zwar Wasser. Wenn du jetzt so an Wasser denkst, hier Wikipedia gesagt, Wasser ist die Grundlage allen Lebens. Das hat mir sehr gut gefallen. Wenn du jetzt Wasser, dein Thema, mit dem du dich seit vielen Jahren, kann sagen Jahrzehnten beschäftigst, versuchen würdest, in einem Satz oder so auf den Punkt zu bringen. Was ist deine ganz persönliche Faszination oder was ist so das Geile irgendwie am Wasser für dich? Also um das in einen Satz zu packen, den Satz hast du mir, glaube ich, gerade vorweggenommen. Wikipedia. Genau. Ja, ist nicht nur Wikipedia, sagt auch die Branche. Fangen viele wichtige Publikationen mit an, unter anderem, glaube ich, auch die nationale Wasserstrategie, die Bundesregierung gerade im Frühjahr verabschiedet hat und die im Grunde genommen die Zukunft und die zukünftigen Herausforderungen meistern möchte. Und insofern kann ich mich da nur anschließen. Wasser ist die Grundlage allen Lebens und wir müssen sie gut schützen. Ja, finde ich ein absolut super Schlusswort. Also vielen Dank, dass du da warst und hier unseren kleinen Quatsch mitgemacht hast und mit sehr, sehr viel Fachkompetenz und Expertise bereichert hast. Das war eine der seriösesten, aber nicht unspannendsten Sendungen. Im Gegenteil, also ich fand es unheimlich kurzweilig und das ist ein Thema, was mich auch einfach so, weil es halt so zentral ist, Wasser, sehr begeistert. Und ja, ich hoffe, dir hat es auch ein bisschen Spaß gemacht und wir finden ganz viele weitere Wasserschützer, die jetzt hier auch ein bisschen was tun wollen. Ihr Lieben. Wasser und Wasser lassen. Genau. In diesem Sinne, bis bald. Ciao. Tschüss.